Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat ein Gutachten machen lassen. Das Gutachten heißt Schienenoffensive Mecklenburg-Vorpommern. Und ein solches Gutachten muss man ja nicht machen lassen, wenn man alles schon besser weiß. Und ich habe durch das Gutachten auch einiges gelernt. Und das will ich Ihnen kurz erzählen, worum es da geht. Ich denke, das ist ein gutes Gutachten. Zumindest ist es ein interessanter Ansatz, den die haben. Ich habe mit dem Gutachter da auch heiß diskutiert, aber genau das soll so ein Gutachten ja auslösen, dass wir darüber nachdenken, ob wir eine Alternative zu der derzeitigen Bahnpolitik in Mecklenburg-Vorpommern haben. Wie ist die Bahnpolitik? Es wird gesagt, die Bahn ist ein Massenverkehrsmittel, das setzt voraus, dass Massen von A nach B wollen. Die finden wir in manchen Gebieten halt nicht so, wie unten in der Richtung Mecklenburger Seenplatte. Und deswegen kann man da so ein bisschen den Bahnverkehr langsam ausdünnen und durch gute, attraktive Busverbindungen ersetzen. Das ist im Moment ein Trend, den wir versuchen als Grüne, und ich denke, da gibt es auch andere Parteien hier im Landtag, diesen Trend wollen wir stoppen und umkehren. Wir möchten gerne, dass es wieder eine Bahnoffensive gibt und wir mehr Bahnverkehr statt weniger in Mecklenburg-Vorpommern bekommen. Wir kriegen allerdings Druck von allen Seiten, das ist zugegeben. Das eine sind die Regionalisierungsmittel, wo es zwar jetzt noch mal einen erheblichen Mittelaufwuchs gegeben hat, aber es wird noch gerechnet, glaube ich, im Hintergrund. Ob wir am Ende wenigstens das Gleiche bekommen wie in den letzten Jahren, ist noch nicht endgültig klar. Mindestens beim Mittelaufwuchs gibt es offensichtlich noch schwere Diskussionen und Probleme. Es wird unter Umständen etwas weniger, das ist richtig. Aber umso mehr steht ja die Frage, müssen wir das sozusagen als Landespolitik so hinnehmen und entsprechend den Bahnverkehr zurückfahren oder lohnt es sich, dagegen zu steuern? Diese Abwärtsspirale, sagt das Gutachten, kann man stoppen, wenn man Geld in die Hand nimmt. Nun werden Sie sagen, ja, das ist ja wieder typisch, alles Geld zum Fenster rausrauchen und die Schulden erhöhen. Das ist nicht das Ziel. Klar, wir müssen investieren, einmalig investieren in verschiedenste Streckenabschnitte. Hier in dem Gutachten sind alle möglichen Wunschstrecken mit aufgeführt. Zum Beispiel die Karniner Brücke, zum Beispiel von Rehna nach Schönberg. Also so, das sind Strecken, Rehna nach Schönberg, die ist noch nicht mal existent. Die war bloß mal ganz ursprünglich in der Planung und hätte sehr spannend... Bitte? Ja, es ist eine Lücke, die gibt es nicht. Das heißt, ein besonders hoher Aufwand, die überhaupt hinzubekommen. Aber, das war auch meine Frage an den Gutachter, ist denn das realistisch, hier Sachen reinzuschreiben, die irgendwo zwischen 180 Millionen und fast 700 Millionen liegen? Das kostet doch auf der anderen Seite Wahnsinnsbetriebskosten, denn die Strecken muss ich ja dann auch irgendwie befahren. Und unter Umständen muss ich ja die Gelder abziehen, die ich auf den bisherigen Strecken hatte, damit ich die neuen Strecken auch noch befahren kann. Hier die erste interessante Erkenntnis. Die Erkenntnis heißt, mit den Betriebsausgaben kann ich meiner leichten Steigerung von 8% erreichen, dass ich diese ganzen zusätzlichen Strecken trotzdem befahren kann. Das liegt einfach an einer gedachten Vertaktung und dass ich Personal und vor allen Dingen das Zugmaterial dadurch effizienter einsetzen kann, weil die in einem Takt durch das Land hin und her fahren und deswegen quasi so fast als Mitnahmeeffekt diese Strecken noch mit bedienen können. Würden wir das schaffen, würden wir natürlich neue Leute bewegen, in die Bahn umzusteigen und dann auch die anderen Strecken stärker zu nutzen. Ein anderer Punkt, an dem ich auch ein bisschen geknaubelt habe, und ich bin ja im Vorfeld schon auf das Gutachten angesprochen worden, das ist die Idee des Gutachters zu sagen, stellt den Nahverkehr vor den Fernverkehr. Das widerspricht erstmal jeder Logik, nämlich wackelt der Hund mit dem Schwanz oder der Schwanz mit dem Hund. In der Regel ist es der Hund mit dem Schwanz. Und das heißt für ein Land mit 1,6 Millionen Einwohnern, wir werden die Bahn wahrscheinlich in Berlin und Frankfurt nicht so richtig in die Mangel nehmen können. Das war meine Argumentation. Die Argumentation des Gutachters ist eine andere und ich finde, wir sollten darüber nachdenken. Die heißt, das Einzige, was ihr bestimmen könnt, ist letztendlich der Nahverkehr. Das ist muss das Rückgrat sein. Und der Fernverkehr muss sich dann nachfolgend dort mit einfügen. Natürlich muss man dann Verhandlungen mit der Bahn führen und da sinnvolle Ergänzungen am Ende hinbekommen. Natürlich soll es nicht so sein, dass am Ende der Fernverkehr mehr oder weniger parallel zum Nahverkehr den Takt fährt und man sich gegenseitig die Kunden wegnimmt. Aber die Idee, einen durchgetakteten Fahrplan zu machen und dann in Verhandlungen mit der Bahn zu treten, finde ich überlegenswert. Ein weiterer Punkt ist die Preise, die wir an die DB AG letztendlich zahlen, dafür, dass sie für uns den Nahverkehr zahlen. Hier sagt der Gutachter, wäre es hilfreich und wünschenswert, mehr Wettbewerb auf der Schiene zu haben.
Das haben wir hier auch schon Anträgen vorgestellt. Ein ganz zentrales Problem ist, dass die Ausschreibungszeiträume, 12 bis 15 Jahre in dem Bereich liegt das, dass die Ausschreibungszeiträume wenig mit der Lebensdauer der Fahrzeuge zu tun haben. Sich also neue Fahrzeuge anzuschaffen, dann aber nur für 15 Jahre die Zulassung für die Strecke zu bekommen, kann wirtschaftlich ziemlich verheerend enden. Deswegen gibt es in allen möglichen Bundesländern die Idee, und die höre ich bei uns noch nicht raus, sich um die Fahrzeuge als Land zu kümmern. Sodass ich, darüber haben wir schon diskutiert, aber die Idee ist ja deswegen nicht schlechter, weil wir schon mal drüber gesprochen haben. Und ich bin gespannt, ob ihr da jetzt ein Stück weit weiterkommt, weil das ist tatsächlich auch nach Meinung des Gutachters Dreh- und Angelpunkt, um kleinere Anbieter mit ins Boot zu holen, die dann bessere Streckenpreise aufrufen können. Warum können die das? Das ist ein weiterer Punkt. Das erlebt jeder, der in einem Unternehmen mal gearbeitet hat, was sehr stark wächst, was plötzlich Konzernstrukturen bekommt. Dort gibt es plötzlich Richtlinien und Richtwerte, wo man einfach sagt, die halten wir mal ganz pauschal ein. Da ist auch der Kontrollaufwand geringer, wir können uns darauf verlassen. Überall gelten diese Richtwerte. Ein kleinerer Bahnbetreiber kann durchaus hinnehmen, dass er über eine Brücke nicht mit Tempo 80 mit seinen 25 Tonnen Achslast fahren kann. Der fährt dann einfach wesentlich langsamer. Die Bahn sagt, Ausbaustandard ist eben besagte 25 Tonnen, so müssen wir darüber, so muss das Ganze gebaut werden. Das Gleiche gilt auch für Bahnsteigausbau. Wir haben hier Preise auf unterschiedliche Preise für ähnlich große Bahnsteige aufgerufen, die sich zwischen 150.000 Euro und 800.000 Euro belaufen. Ich habe da auch nachgefragt, kann das stimmen? Das ist ja fast das Fünffache, was die Bahn dafür will. Ja, sagt er, es gibt solche Beispiele, wo genau solche Preisunterschiede aufgerufen wurden, weil die Bahn einfach sagt, wir machen das überall im Bundesgebiet gleich. Wir fangen da nicht an, für jeden so eine Extralösung zu machen, während eine kleinere Bahn vor Ort ganz anders herangehen kann. Das ist ja auch übrigens die Denke derjenigen, die momentan versuchen, die Südbahn noch am Leben zu erhalten, weil sie sagen, klar fahren wir mit anderen Standards als die DB AG, aber diese Standards reichen für die konkrete Strecke. Ich denke also, dass wir mit diesem Gutachten eine Diskussionsgrundlage vorgelegt haben, über die man nachdenken sollte, die neue Impulse gibt, die nicht nur darauf hinausläuft, einfach sehr viel mehr Geld in die Hand zu nehmen, die allerdings tatsächlich eine Investition mindestens im Bereich von 180 Millionen vorschlägt. Wir müssen überlegen, was ist sinnvoll, was können wir mit dem Geld machen, aber wer zurzeit die europaweite Diskussion sieht, wer sieht, dass Geld in Massen auf dem Markt ist, dass dringend irgendwelche Anlagen oder halbwegs vernünftige Investitionsmöglichkeiten sieht, das ist ein Zeitpunkt, über den es sich lohnt, dann nachzudenken, zu sagen, wäre das nicht eine Möglichkeit, sicherlich auch mit Unterstützung von Bund, vielleicht auch von EU, hier stärker in die Vorleistung zu gehen, eine solche Infrastruktur zu schaffen und dann auf Dauer mit einem relativ gemäßigten Anstieg der Betriebskosten ein wesentlich breiteres Angebot für die Bahn hinzubekommen in unserem Land, was dann praktisch bedeutet, Aufwachs, mehr Fahrgäste. Die gegenteilige Variante, und das ist das, was wir momentan sehen, das heißt immer zu sagen, so, die nächste Bahnstrecke wird dicht gemacht, da sind immer weniger Leute unterwegs, da sehe ich die nächsten Streckenstilllegungen auf uns zukommen. Der Bus, und da will ich durchaus eine Lanze brechen, was die ökologischen Sachen des Busses angeht, den will ich nicht verteufeln. Aber die Bahn ist ein Verkehrsmittel, was ein unglaubliches Potenzial hat, was auch gerade im Tourismusbereich sehr angenommen werden würde, wenn wir dort mehr schaffen können. Das ist übrigens auch ein interessanter Hinweis aus dem Gutachten, habe ich das gelernt, dass wir einen deutlichen Aufwachs beim Thema Tourismus haben, der sich aber kaum bei den Bahnreisenden, den anreisenden Touristen in Mecklenburg-Vorpommern widerspiegelt. Ich sehe hier schon so ein bisschen Kopfnicken, aber auch viel Kopfschütteln. Bin gespannt auf die Diskussion und wir hören uns nochmal.